Ja, ich freue mich, dieses Podium begrüßen zu dürfen. Die Beate Grossiger wurde ja vorgestellt. Ich sage nur ein paar wenige Worte zu Peter Heindl. Peter Heindl ist Philosoph, emeritierter Professor der Alten Universität Klagenfurt und hat sich viel mit Zeit auseinandergesetzt. Der Wolfgang Vogelsänger ist Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Göttingen. 2011 mit dem Robert-Bosch-Preis für die beste Schule Deutschlands ausgezeichnet und wird danach auch noch etwas zu seiner Schule sagen, damit das Kontext klar ist, von welchem Hintergrund er da was aus der Schule erzählt. Und der Kurt sitzt jetzt nicht als sozusagen mein Co-Moderator dort, sondern im Rollenwechsel als Berater und auch bei den Wiener Grünen viel mit dem politischen Umfeld zu tun gehabt. Und sozusagen über die Zeitlogik auch in der Politik auch noch hereinzuholen. Ja, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Herr Heindl. Sie haben sich viel mit Zeit beschäftigt, haben unter anderem auch den Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet. Und ich würde Sie gerne fragen, was damals die Motivation war, diesen Verein zu gründen und was das hat das was mit dem zu tun, was die Frau Grossiger da auch berichtet hat, wie sich sozusagen die Entwicklung im Zeitverhalten, im Umgang mit Zeit, wie sich das auch bis zu den Jugendlichen durchschlägt in dieser Gesellschaft. Das Mikro ist da. Ja. Ja, bevor ich Ihre Frage versuche zu beantworten, lassen Sie mich noch einen Spruch ergänzen für Ihre Tafel. Karl Valentin hat diesen schönen Satz gesagt von diesen schnellen Menschen, ja, die dann sich fragen, war es gestern, war es vorgestern oder war es im vierten Stock? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist tiefsinniger als man glaubt, weil nämlich die Entgrenzung der Räume zur Globalisierung gehört und daher die Leute immer wissen, wo eigentlich die Räume sind, wenn man in der Zeit Räume. Das ist einmal das eine. Hartmut Rosa ist, kann ich gleich jetzt anschließen, Hartmut Rosa ist auch Vereinsmitglied und glaubt so schöne Wendungen, die aus Amerika gebracht hat, zum Beispiel der Fix, der Drive-Through-Funeral. Drive-Through-Funerals. Also Leichenbegegnisse, wo man nicht geht, sondern wo man durchfährt. Die Sittenkarten derlei reinschmeißt und wieder raus. Und der hat auch die schöne Wendung von den rutschenden Abhängern. Das sind die E-Mails. Kaum hat man uns ans das rutscht so schon wieder rein. Also das ist auch ein sehr humorvoller Mensch. Ich kann Ihnen nur empfehlen, ihn zu hören. Und jetzt zu Ihrer Frage. Vielleicht lassen Sie mich mit zwei Erlebnissen beginnen. Ich bin ein langsamer Mensch, immer gewesen. Das war nicht immer leicht, zum Beispiel in der Schule. Weil die Bildung auch, die Rede, die Jugend, schwierig ist. Es gab früher dieses seltsame Verfahren, dass ein Deutschlehrer in den Unterricht gekommen ist, die Hefte verteilt hat, man wusste vorher nicht. Und jetzt gibt es einen Besinnungsansatz. Und da kam der besondere Titel wie Der Tropfen fällt vom Blatt. Und dann musste man sich besinnen. Habe ich auch. Hat allerdings gedauert. Und dazu was eingefallen ist. Und deshalb waren meine Aufsätze des meistens unvollendete. Und hätte ich nicht einen so mir zugeneigt Deutschlehrer gehabt, dass aus meinen genialen Ansätzen, aus diesen Unvollendeten, große Vollendungen beschlossen hätte, wäre ich wahrscheinlich im Gymnasium nicht mehr weitergekommen. Und das hat mich später dann auch in Überlegungen gebracht. Wir haben auch im Verein über die Schule, der Herr Bossert hat ein Buch geschrieben, Zeit und Schule, kann ich Ihnen auch empfehlen, bemerkt, dass dieses Schul- und Bildungssystem, oder da werden wir von Ihnen ja Besseres hören, was ich Ihnen sagen kann. Jedenfalls ist uns da aufgefallen, dass die Zeiteinteilung in der Schule was völlig verrückt ist. Also das ist Stunde auf Stunde, ja, abgenackt,
Und da sind wir drauf gekommen, dass es ist ein Zeit-Switch-Rhythmenhandel ganz besonderer Ort. Nicht? Also Sie haben erste Stunde Mathematik, bekommen die Schularbeiten zurück, haben einen Fünfer. Der beschäftigt Sie einigermaßen. Nicht? Weil vielleicht sind Sie schon gefährdet in diesem Fach. Die nächste Stunde, nach einer kurzen Pause, kommt die Geschichte und Sie müssen sich identifizieren mit Karl dem Großen. Wirklich eine sehr leichte Zumutung. Und jetzt komme ich zu dem, was Sie gesagt haben über die Pausen. Die Pausen, das ist auch in, wenn wir das erlebt haben, die Pausen immer weniger geworden sind. Das hat eine Zeit lang in der Hochkonjunktur, war ja der Neoliberalismus nicht so ausgeprägt, der hat dann immer mehr geworden. Und da ist uns aufgefallen, auch in, ich bin ja außerhalb der Universität auch genug tätig, in Organisationsberatung und so gesehen, ist auch, dass das bestehen alle sozusagen bedürfnisorientierte Dinge abzuschaffen. Weil die kosten Geld und bringen was. Also unter anderem Pausen, Kantinen, weg mit ihnen. Ja, und das führt dazu, oder hat dazu geführt, das haben wir auch beobachtet, dass natürlich so etwas wie auch in den Schulen, die Beispiele sind sicher, überlagert werden. Ja? Man kann nicht von einer, die Menschen leben nicht nach der Uhr, manche glauben es, aber haben Sie eine kleine Zwischenfrage, wer hat eine Armbanduhr noch? Ja. Ja. Wer hat eine digitale Armbanduhr? Einer. Zwei. Na bitte. Ich schaue auf mein Handy. Nein, Handy gilt nichts. Das ist halt, aber nicht, das ist schon seltsam, das war einmal modern, nicht? Das war einmal modern. Die Digitalen, wo immer die Sekunden hupfen. Nicht? Also, wir wollen das rumgehen. Die Zeit in sich zurückkehrt. Und nicht die ins Ziellose gerichtete Digitalen. Aber das ist eine Anmerkung. Also mit den Pausen ist es so, und das kehrt dann wieder, dass wenn man die nicht zulässt, und Menschen leben eben in Szenerien und nicht in Rhythmen, in Eigenzeiten, sozusagen, ja, dann überlagert sich's und kaum ist man sozusagen in einer und muss in die nächste, hängt das noch nach. Und das Nachhängen stört das Nächste. In den Unternehmen hat sich das so ausgewirkt, dass Pausen natürlich überhaupt Rauchpausen, also bei Grünen darf man rauchen ja nur mit Pandemien reden oder so, das ist ja mehr oder weniger. Ja, also beobachten Sie mal die Raucher. Reden darf man noch drüber. Bitte? Reden darf man noch drüber. Ja. Also die Raucher Pausen, beobachten Sie mal ein Unternehmen, wo es recht hektisch zugeht, die Raucher. Das sind im Allgemeinen die gemütlicheren Menschen. Warum? Weil die gehen rauchen, treffen dort Gleichgesinnte, drehen sich über ihren Chef auf, der gerade hinter dem Plätzchen klopft und können loslassen. Die anderen sitzen drin, hinter dem Grimm, und den kann man nicht direkt aussagen, sondern der verbirgt sich dann in der Sache. Das heißt, die kommen nicht rein. Das wird ewig diskutiert, der sehr gut los hat in der Sache da. Zweite Geschichte, ich habe lange Zeit, ich bin ja selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, größtenteils, und als die Sommerzeit eingeführt wurde, war ich auch früher auf, also ich nicht gern bin, aber und treffe den Nachbarn, den Landwirt, als Bauer, und sehe ein nicht sehr glückliches Gesicht. Frage ich ihn, was ist los? Sagt er, ja, die Sommerzeit. Ist März wieder, aber werden wir uns schon daran gewöhnen. Sagt er, ja, wir schon, aber das Viech nicht. Ja. Aha. Aber der Molkereiwagen kommt eine Stunde früher. Aber ich kann nicht meinem Kühler sagen, ich müsste eine Stunde früher die Milch geben. Wo ich bei Nachdenklichkeit offensichtlich in der Natur ein bisschen anders als bei uns, wo wir übrigens die Sommerzeit war natürlich eine Erfindung vom Hitler, aber das lassen wir jetzt beiseite. Ja, das sind persönlich. Und nun zum mehr Beruflichen. Mein Beruf ist im Wesentlichen gewesen Beratungsleiter. Und beraten kann man natürlich
beraten, man kann den Menschen allerhand kognitiv an den Kopf schmeißen, so macht es das. Oder ich muss eine Beziehung aufbauen. Also ich habe vielfach, das war damals modern, Projektmanagement eingeführt in Unternehmungen. Und da war es Pflicht, am Anfang so etwas, heißt heute auch noch Kick-off, muss man nicht so sagen. Also jedenfalls ein Kick-off, Teambildung zu machen. Da war sinnvoll, 2 Tage, und zwar beginnend am Nachmittag mit einem Warm, wo man mal so alles aufarbeitet, mal die Konflikte, heute sie, dann kann man auch darüber schlafen, dann schaut man am nächsten Tag, was ergibt sich da, und dann muss man die Konsequenzen wieder einmal verschlafen. Das ist sehr sinnvoll, ja, das sind drüben. Ja, immer mehr Zeitverdichtung, Sie haben das Wort erwähnt, das ist schon bei Marx vorkommt, das soll man auch hin und wieder mal erinnern. Zeitverdichtung, die eigentlich auch in der Ökonomie sinnlos. Weil, wenn man nicht so ein ordentliches Einführungs-, ein ordentliches Dingling vom Aufbau macht, dann kommen die Probleme im Projekt und da brauchen es meist die Probleme. Und das kann man jetzt durch und durch verfolgen, also in all meinen Tätigkeiten, damit höre ich auch, in all meinen Tätigkeiten hat sich Zeitverdichtung weil nicht nur als beziehungsstörend, sondern auch als unökonomisch herausgestellt und vor allem kommen wichtige Dinge überhaupt nicht mehr zur Geltung. Also das zumindest. Ja. Ja, wird dann Gelegenheit geben. Vielen Dank. Ich würde als nächstes gern dich, Wolfgang, anreden. Du bist ja eben Schuldirektor und Schulleiter und die IGS Göttingen, zu der du gleich noch ein paar Sätze sagen wirst, versucht ja seit mittlerweile 40 Jahren einen anderen Weg zu gehen als im Bildungssystem irgendwie üblich. Was hat denn das, was die Frau Grossiger erzählt hat, mit euch zu tun und wo gibt es auch Kämpfe um euren anderen Umgang mit Zeit und mit vielleicht doch ein Bildungsmoratorium zu ermöglichen für die Jugendlichen? Also welche Diskussionen musst du da auch führen und welche Kämpfe hast du da auch, um diesen Raum zu erhalten, den es da seit 40 Jahren gibt? Das waren viele Fragen. Erstmal zum Peter Reindl, wenn Sie bei mir die Arbeit geschrieben hätten, den Besinnungsaufsatz oder an unsere Schule, dann hätten wir gefragt, wie lange brauchst du denn? Dann hätte ich gesagt, wenn du fertig bist oder die Schule dicht machst, nimm sie mit nach Hause und schreib zu Hause weiter. Und dann bringst du es am nächsten Tag mit. So mache ich das mit unseren Schülern, so machen wir das an der Schule auch. Ja, zum Thema Zeit, ich glaube, dass das, was Sie gesagt haben, ja, als die Jury von dem Schulpreis von der Robert-Bosch-Stiftung bei uns war, da wollten sie mal wissen, was wir denn in den letzten Jahren für Innovationen, Entwicklung, Schulentwicklung betrieben hätten. Und ich habe dann immer gesagt, gar nichts. Wir haben nur versucht, das, was von der CDU-Landesregierung auf uns ausgekippt worden ist, an Störungen abzuwehren. Und unseren Standard zu halten. Zu Veränderungen sind wir gar nicht gekommen. Und dann musste ich immer wieder erklären, dass ich vor 40 Jahren in Göttingen eine Gruppe von Wissenschaftlern und Lehrern und Schülern und Eltern und Architekten zusammengesetzt habe und festgestellt habe, das deutsche Schulsystem ist am Ende, also damals vor 40 Jahren schon, nicht heute, und wir müssen was anderes machen. Und dann haben die sich Zeit genommen, 4 Jahre, und sind in Schweden gewesen, haben sich das schwedische Schulsystem angeguckt, haben sich alle Reformschulen in Deutschland und sonst wo angeguckt und haben daraus ein Konzept gezimmert, was wir jetzt seit 40 Jahren fahren und für das wir nach 40 Jahren den Schulpreis gekriegt haben, weil die Juroren dann irgendwann gesagt haben, das ist ja auch ein Qualitätsausweis, wenn so ein Projekt oder so ein Konzept 40 Jahre lang trägt. Und das war dann 100.000 Euro wert, das war nicht schlecht. Was ist ja der Kernpunkt? Ich versuche es kurz zu machen. Man hat sich erstmal überlegt, das Wichtigste sind eigentlich die Kinder an Schule. Und das ist schon was Erstaunliches für Schule. Also wenn... Wenn ich mir vorstelle, da gibt es Jugendforschung und wir sind 9 Jahre mit den Kindern täglich zusammen, 8 Stunden oder 9 Stunden, wir müssen ja eigentlich wissen, wie die ticken. Aber Schule weiß das eigentlich ganz selten, wie die ticken. Und ein Kernpunkt war, dass man sich gesagt hat, wir wollen uns Zeit für Kinder nehmen. Nicht Zeit für Lehrpläne oder für Fächer oder für Schulbücher oder für
das Kultusministerium oder so, sondern wir wollen uns Zeit für die Kinder nehmen. Und dann hat man versucht, diese Schule vom Konzept her und auch vom Gebäude her, um die Kinder rumzubauen. Die waren noch nicht da, aber man konnte sich ja vorstellen, wie die so kommen. Und man hat dann vorgestellt, sich überlegt, wie kann ich eine Schule rund um diese Kinder bauen? Und das sind nicht wenige bei uns, also wir haben 1500 Kinder in unserer Schule, 140 Kollegen, insgesamt 200 Erwachsene, die sich damit beschäftigen. Wir haben auch eine Mittagspause, jedes Kind isst bei uns, 1200 essen jeden Tag. Und wie können wir diese Schule mit diesen vielen Menschen so organisieren, dass trotzdem das einzelne Kind im Mittelpunkt steht? Und symbolisch macht man das immer so, dass ich bin jetzt seit 11 Jahren an dieser Schule, wenn ich die neuen Fünfklässler begrüße, dann sage ich ihnen immer, das Wichtigste, die wichtigste Regel bei uns ist, keiner von euch darf Angst haben. Nicht vor Zensur, nicht vor Arbeiten, nicht vor Lehrern, nicht vor dem Schulleiter und auch nicht vor Eltern. Und wenn keiner da ist, der euch hilft in dieser Schule, meine Tür ist immer offen, kommt nur zu mir, sagt mir, ihr habt Angst vor irgendwem oder irgendwas und ich helfe euch. Und zur Erklärung, wenn man von 5-Klässlern spricht, dann ist es die deutsche Schulsystemzählung, das sind die 10-Jährigen. Die 10-Jährigen. Also die aus der Grundschule dann zu uns kommen. Und das ist so, dass sie auch das ausnutzen. Also sie kommen dann schon mal, wenn sie Angst vor Eltern haben oder vor einem Lehrer oder vor Zensuren, dann kommen sie. Und ich begründe das, dass ich sage, wir müssen mit euch zusammenarbeiten. Und wer Angst hat, will eigentlich nur weglaufen und kann sich nicht auf das konzentrieren, was wir eigentlich machen. Und insofern müssen wir erstmal diese Angst dann wegkriegen, wenn die da ist. Nun, Zeit für Kinder. Das bedeutet für uns, ich mache jetzt noch ein paar Schlagworte einfach nur mal. Und da gibt es einige Dinge, die wären in Österreich gar nicht möglich, weil die Schulgesetze eben so sind. Aber Schulgesetze können ja auch geändert werden. Unsere Lehrer haben wirklich Zeit für Kinder, nämlich sie, die beiden Klassenlehrer, möglichst Mann und Frau, die eine Klasse neu übernehmen in der 5. Klasse, bleiben 6 Jahre mit diesen Kindern zusammen. 6 Jahre. Das wird nicht zwischendurch gewechselt. Das heißt, sie empfangen sie und sie entlassen sie dann in die Oberstufe oder in die Lehre. Sie empfangen einen repräsentativen Querschnitt der Göttinger Bevölkerung. Wir gucken immer, was ist an den Grundschulen so, wie viele Kinder mit Handicaps, wie viele Kinder mit Hauptschulempfehlung, Realschulempfehlung, Gymnasialempfehlung gibt es in Göttingen und nach diesem Prozentsatz nehmen wir auf. Da wir aber doppelt so viele Anmeldungen haben, wie wir aufnehmen können, losen wir dann. Das heißt, es ist wirklich eine Zufallsauswahl von Kindern, die in dieser Region leben. Und dann versuchen wir jedem einzelnen Kind so gerecht zu werden, dass es sich bestmöglichst entwickeln kann. Mit Zeit, habe ich eben schon gesagt, 6 Jahre lang bleiben die beiden Klassenlehrer in ihrer Klasse. Sie unterrichten fachfremd, das wäre in Österreich ja hier gar nicht möglich, außer in den Hauptschulen. Das heißt, meine Frau unterrichtet auch an meiner Schule, die hat Biologie und Sport studiert. Die unterrichtet Naturwissenschaften, nicht Biologie, sondern an Themen, Phänomenen wie Wasser, Licht und Energie und so weiter. Dann alle 3 Aspekte der Naturwissenschaften. Sie unterrichtet Mathematik und Sport natürlich auch und jetzt hat sie noch Englisch dazu genommen. Das heißt, die ist 22 Stunden in ihrer Klasse. Und ihre Teamkollegin ist auch 20 Stunden, da habe ich gerade bei 15 Stunden in ihrer Klasse. Sodass es nur die Französischlehrerin gibt, die 6 Jahre lang von außen kommt. Alles andere erledigen die beiden für sich. Und dann haben sie wirklich Zeit für Kinder. Es klingelt nicht. Und die Entscheidung, ob sie 20 Minuten Mathe machen oder 5 Stunden Mathematik hintereinander machen, das entscheidet sich oder orientiert sich daran, was die Kinder gerade können, wie leistungsfähig sie sind, ob sie gerade Pause brauchen oder nicht. Das kann alles geregelt werden. Und orientiert sich natürlich an den Unterrichtsinhalten, ob es sinnvoll ist, nun 5 Stunden lang Päckchenrechnen zu machen oder ob das nicht mit Theorie besser ist. Diese Zeit haben die Kollegen mit ihren Kindern und ich sage das als letztes noch, sie gehen auch in den Abendstunden 4-mal im Jahr zu jeder Tischgruppe, zu der sage ich gleich noch was, nach Hause und sitzen dort an einem Tisch mit 6 Schülern und Schülerinnen und den 12 Eltern, die dazugehören und diesen beiden Lehrern. Und dann wird über die Kinder geredet. Die Kinder können selber sagen, was ihnen in der Schule passt, was nicht, was sie gelernt haben, was sie nicht verstanden haben und so weiter und so weiter. Und wir als Schule signalisieren den Eltern, das Lernen unser Bier ist, also keine Hausaufgaben zu Hause, keine Nachhilfe, das ist unsere Sache. Wir sagen den Eltern, wenn ihr eure Kinder gut erzieht,
dass sie nicht so spät ins Bett gehen und dass sie auch möglichst keine Drogen nehmen und so, dann würde uns das schon reichen. Alles andere machen wir was. Das klappt nicht immer, aber dafür sitzt man ja auch so oft 6 Jahre lang zusammen und redet über diese Entwicklung. Und da passiert natürlich zwischen 10 und 16 Jahren passiert natürlich unheimlich viel. Wir haben jetzt diese Heterogenität so organisiert, dass wir von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse in Tischgruppen arbeiten. Das heißt, die Kinder werden in Teams zusammengesetzt und in Teams lernen sie. Das sind 6er-Teams an jeder Tischgruppe, 3 Mädchen, 3 Jungen und immer leistungsstärkere und leistungsschwächere Kinder. Das heißt, wenn wir jetzt nach den alten Kategorien gehen, würde ein Kind an einer Tischgruppe sitzen, was sonst eine Förderschule wäre für geistige Entwicklung, für Lernen. Ein Kind, was sonst an der Hauptschule wäre, eins, was an der Realschule wäre und 3 oder 4, die am Gymnasium wären. Und die kriegen Aufträge, kleine Projekte, die sie gemeinsam erarbeiten müssen. Und dadurch, dass sie sich gegenseitig helfen und gegenseitig eben ein Ergebnis abliefern müssen, kann jeder seine Fähigkeiten einbringen. Und das in jedem Fach ist es wieder ein anderer. In Werken ist es ein anderer, der da gut ist als in Mathematik oder Deutsch oder Englisch. Und diese Lernteams bleiben ungefähr 1 Jahr zusammen, dann wird gewechselt, sodass jeder Schüler mit jedem anderen Schüler in der Klasse zusammengearbeitet hat. In dieser Konstruktion haben wir als Erwachsene wirklich Zeit für die Kinder und können sie wahrnehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, nicht das sich produzieren oder ins Internet sich Fotos stellen oder so, sondern dass sie wollen, das, was sie wollen, ist, dass sie wahrgenommen werden, dass sie ernst genommen werden. Und da wir als Schule ja sowieso nicht wissen, welches Ziel Schule eigentlich haben soll in dieser Gesellschaft, also nicht mehr, nicht? Also wer weiß schon, was Schule eigentlich soll, sind wir auf Augenhöhe mit den Kindern und können praktisch deren Bedürfnisse oder deren Vorstellung von der Welt oder von ihrer Zukunft, die ja so wunderbar deutlich geworden ist da in ihrem Vortrag, können wir eben miteinander verhandeln. Und wenn die sagen, das interessiert uns überhaupt nicht, können wir nicht mit uns mit ganz was anderem beschäftigen, dann kann man das verhandeln. Lehrpläne, Herrgott nochmal. Aber sie führen ja auch die zentralen Matura ein. Das ist ja das Fürchterlichste, was es überhaupt gibt. Weil es von oben Schule kaputt macht. Die ist aber so einfach in Deutschland geworden von den Qualitätsanforderungen, dass man das immer schafft. Also man könnte auch gleich nach der 10. Klasse schon die zentrale Matura schreiben. Da bräuchte es die 3 weiteren Jahre in der Oberstufe gar nicht. Insofern kann man den Kindern die Angst davor nehmen und kann sich mit Dingen beschäftigen, die wirklich wichtig sind. Das, was mir fehlt bei uns an der Schule auch immer noch, aber da habe ich auch keine Lösung, dass wir viele Kinder aus der Schule entlassen, die dann nicht wissen, was sie tun sollen. Also die erstmal auf Reisen gehen, 3, 4 Jahre und für nichts brennen. Und das ist so, wenn ich die Schule verlassen müsste, hätte ich 5, 6 Sachen, wo ich wüsste, da engagiere ich mich. Aber es gibt ganz viele Kinder, die eben gar nicht wissen. Und darum würde ich gerne Schule so organisieren, dass man sich gar nicht so in Fächern beschäftigt und in Fächern arbeitet, sondern viel stärker guckt, was interessiert die eigentlich in Jahrgang 5, 6, Tiere und Freundschaften, und in 10 ist dann vielleicht Energieversorgung der Welt oder was weiß ich was. Und dass man dann guckt, was können die Fächer beitragen. Also Sie sehen, das ist nur eine kurze Andeutung von dem, was wir machen. Wir lassen, wie gesagt, auch viele Erlasse außer Acht und kümmern uns nicht um das, was der Inspektor sagt oder der Schulrat, sondern gucken, dass wir das machen, was für die Kinder gut ist. Und das haben wir ja dann vielleicht in der Runde der Lernwelten, können wir das noch ausführlicher besprechen. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Eine Aussage von der Beate Grossiger war ja, es ist sozusagen ein bisschen leicht zu sagen, nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit, wenn rundherum der Druck hoch ist, ja, sozusagen bestimmte Standards zu erfüllen. Jetzt organisiert ihr, ja, schafft ihr es für eure Kinder, dieses Bildungsmoratorium zu organisieren. Wie ist es denn danach? Ja? Also sind die jetzt nach landläufigen Maßstäben, sind eure Kinder erfolgreich oder sind es dann die Underdogs von Göttingen, die irgendwie diese komische Schule besucht haben? Nee, inzwischen machen auch die 5 Gymnasien damit Reklame, dass sie von uns gelernt hätten. Ich weiß nicht was, aber es scheint ein Qualitätsausweis zu sein, von uns gelernt zu haben. Die Erfolgskontrolle ist ja, kommen die Kinder, die nach der 10. Klasse unsere Schule verlassen, kriegen die eine Lehrstelle, wenn sie das wollen. Und die kriegen sie sofort, weil sie Persönlichkeiten sind, weil sie eine Haltung entwickelt haben, weil sie Interesse entwickelt haben, wissen, wie man lernt, die haben keine Mütze auf, sondern können sich adäquat den Menschen gegenüber verhalten, mit denen sie es dann zu tun haben. Und das, was die Uni angeht, höre ich von den Schülern, die an die Uni gehen, immer wieder, dass sie innerhalb von spätestens 1 Monat haben die ihre Lernteams zusammengestellt und lernen für die nächsten Klausuren.
auch wenn die unsinnig sind, diese Klausuren, aber sie haben gelernt, dass sie sich auf dieses vorbereiten können und dass das im Team viel besser geht als alleine. Da brauchen andere länger zu. Also ich glaube, diese Kombination ist, dass man guckt, dass man individuelles Lernen fördert, aber dass man immer die Sicherheit auch der Gruppe wieder gibt. Dass sie dann, wenn sie Probleme haben zu Hause oder auch mit Inhalten Probleme haben oder mit Methoden, dass sie immer wieder Leute haben, die, auf die sie sich zurückziehen können, auf die sie zurückgreifen können, die sagen, oh, das kriegen wir schon hin, die einen auch zurückholen, wenn einer mal durch die Klasse springt und sagt, komm, du musst hier jetzt mit dieser Aufgabe hier, du musst dich beteiligen. Das läuft unter den Kindern und nicht so sehr, dass die erwachsenen Lehrer immer da stehen und mit dem Rohrstock oder Zeigefinger irgendwas machen, sondern das unter der In-Group. Wenn man die Schüler so mischt, wie wir das tun, hat man ja all diese verschiedenen Facetten, die Sie da aufgezeigt haben, die hat man ja. Und dadurch, dass sie miteinander arbeiten müssen und in einen Arbeitszusammenhang kommen müssen, gibt es auch keine Ausgrenzung oder keine Anfeindung oder es wird jemand nach draußen gestellt, nur weil er eine Lycra-Hose anhat oder irgendwie sowas. Nicht? Und dann, das ist, glaube ich, so das Geheimnis. Ja, vielleicht die Frage, genau, kurze Reaktion, was machen die richtig? Ich glaube, sie machen alles richtig. Also an dem Beispiel sieht man so schön, dass es unsere Aufgabe ist, das System aufzubrechen. Also man kann jetzt nicht von 12, 13, 14, 15 oder 22, 23, 24-Jährigen erwarten, dass sie das System aufbrechen. Also ich bin ganz bei Ihnen, das, was der Arbeitsmarkt braucht, ist Menschen, die Probleme lösen können, die teamorientiert sind. Ja? Wir alle wissen das, ja? Und wir alle wissen, dass zumindest in Österreich das Bildungssystem an diesen Werten vorbei ausbildet. Ja? Und gerade wenn man sich die Unis anschaut, also ich habe an der Uni Wien einen Lehrauftrag, Einführungsmethodenseminar mit 2 Semestern. Ja? Da ist mir die Vorgabe, auch für die Evaluation, dass ich nicht im Team arbeiten lassen darf, weil ich muss ja eine Einzelbewertung machen. Und wenn die Menschen zusammenarbeiten, dann kann man nicht einzelbewerten. Und wenn ich mich nicht nach diesen Richtlinien richte und in der Universitätshierarchie eine Top-Position habe, dann muss ich mich spüren. Also jetzt kann ich mir entscheiden, macht es mir Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten und ihnen das, was ich in meinem Forschungsbereich mir erarbeitet habe, weiterzugeben und versuche eben flexibel in diesen Richtlinien zu bewegen, oder steige ich aus, sage ich, mag es nicht mehr. Ja? Tatsache ist, dass Jahr um Jahr zu bemerken ist, dass sich die jungen Leute auch von diesem Teamgedanken zurückziehen. Die wollen auch nicht mehr zusammenarbeiten. Also wenn man Übungsaufgaben erfindet, wo sie im Team arbeiten könnten, sagen sie nein, danke. Und dann kommen sie zu mir und sagen, Frau Grosecker, könnten Sie mit einem Lesekreis für uns einberufen? Und ich sage, ihr habt Handynummern, ihr habt Facebook-Profile. Wieso soll ich einen Lesekreis einberufen? Zu meiner Zeit hat man es mit ein paar Kollegen zusammengetan und im Café Rathaus getroffen. Aber dafür brauchen es heute jemand, der das einrichtet. Und jetzt denke ich mir, wenn diese Leute sich bei mir bewerben, auch nur meine Praktikumsstelle, ich würde die nicht brauchen, ich kann die nicht brauchen. Also die stören auch die Arbeit im Team. Ja? Und sie haben noch dazu auch wenig Sozialkompetenz, weil die niemals geschult wurde. Das bedeutet dann konkret, man trinkt eine Tasse Kaffee und lässt die halb ausgetrunkene Tasse Kaffee am Schreibtisch des Kollegen stehen und hofft, dass der es dann am Abend wegräumt und ausspült. Oder man geht aufs WC und verwendet das letzte Blatt Klopapier und legt keine Klorolle nach. Ja? Und das will das doch niemand. Ja? Also das heißt, eigentlich bräuchte es mehr solch, also nicht nur ein Modellprojekt, das dann mit sehr viel Kohle, Gott sei Dank, prämiert wird, nach langen, langen Jahren, wie Sie es jetzt sagen, sondern es bräuchte das, was Sie machen, im Mainstream. Ja? Und es wäre unsere Aufgabe, als Erwachsene das System aufzubrechen. Also ich möchte das nicht an die jungen Leute, ja, die wir verantworten. Vielleicht ganz kurze Erlebnis, die ich vor kurzem hatte. Wir haben in unserer Bezirksgruppe junge Leute, die noch studieren und die mir völlig frustriert von ihren Teamerlebnissen auf der Uni erzählt haben. Und jetzt weiß ich als Organisationsberaterin ein bisschen, was es braucht, um Teams arbeitsfähig zu machen, vor allem wenn sie keine Vorerfahrungen in den Schulen haben. Und ich habe dann so den Eindruck gewonnen, diese Gruppenarbeiten in den Seminaren an der Uni dienen in erster Linie dazu, dass die Professoren weniger Seminararbeiten zu verbessern haben. Es mag Ausnahme geben und das haben wir jetzt gleich gehört. Naja, 2 Sachen würde ich gerne anschließen. Also ein Grund, den Verein zu gründen, war genau das, dass an den Universitäten auch Strukturen geherrscht haben, also sehr stark individualisierend und auf Leistung bezogen. Das ist geschehen. Wir haben in Klagenfurt von Anfang an Blockveranstaltungen eingeführt,
also keine so jede Woche, weil das ist ja genau dasselbe Thema, und haben immer Gruppenbildungen gemacht und einen Tipp für Sie, man kann Gruppenarbeiten machen, Thesenvorträge, ne? Und dann müssen Sie halt nachher eine individuelle Reflexion schreiben. Die kann, kann man bewerten, also das ist, das kann man alles umgehen, wenn Sie überhaupt so der Lesse, das kann man vergessen und so. Also man muss sich da dann nicht daran. Und da kann ich vielleicht auch an etwas anschließen, was Sie zur Jugend, also so wie ich Sie hauptsächlich als Studenten kennen. Also das Interesse, nicht nur für den Sinn des Lebens, sondern überhaupt für Philosophie, ist grandios. Da gibt es, also so wie ich es erlebt, gerade wenn man Lehrveranstaltungen didaktisch anders aufbaut, dann ist das da. Also ich sehe das überhaupt nicht, dass eine Jugendoberfläche, nein, die kriegen raus, ja. Studenten und sind dabei. Eine zweite, im Anschluss an Sie, etwas, was auch Zeit braucht und ich glaube, mit Zeitverein zu tun hat, das schon hier gefallen, mit Selbstreflexion und Nachdenken. Sie haben sich, es fällt mir sehr gut, dass Sie sich eigentlich jedes Jahr mal so ein Feedback holen. Ja? Also praktisch eine Selbstevaluation. Firmen, umso besser. Also Firmen, und das ist die Zukunft. Weil uns ja niemand mehr sagt, wo es hingeht. Ja? Das heißt, wir müssen uns das selbst erwerben. Und das geht nur über Selbstbeobachtung, indem wir, und das machen wir in Lehrveranstaltungen permanent und nicht nur diese formalen Evaluationen, sondern sagen, wie schaut das jetzt aus? Also was funktioniert, was passt weniger, wo müssen wir was tun? Aber das kostet Zeit. Also de facto eine zweite Ebene einzuziehen in unserem Leben, wo man über Selbstbeobachtung steuert. Das ist etwas, was noch sehr, sehr wenig verbreitet ist, auch in Unternehmen, nicht? Weil das ist Quatschbunde, das kostet Zeit. Dabei ist es die einzige Möglichkeit dort, wo man hierarchisch nicht mehr die Auskünfte bekommt, die man eigentlich brauchen würde. Nur nur das sagen wir. Übrigens in der Politik nicht anders. Vielleicht kann ich da ein Beispiel noch nehmen. Unsere Zeugnisse, wir haben bis zur Mitte der 8. Klasse keine Zensuren, sondern die Lehrer schreiben Lernentwicklungsberichte über die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Schülers, so 4-5 Seiten. Und die sind aber erst gültig, wenn die Schüler über sich selber auch einen Lernentwicklungsbericht geschrieben haben, nach denselben Kriterien. Wie fühle ich mich in der Schule, in der Klasse, wie arbeite ich in der Tischgruppe, wie sieht das in den einzelnen Fächern aus, was nehme ich mir fürs nächste Halbjahr vor, was habe ich von dem geschafft, was ich mir letztes Halbjahr vorgenommen habe. Und das schreiben die Lehrer so und die Schüler auch über sich selber. Dann wird es zusammengeheftet und geht dann erst als gültiges Zeugnis an die Eltern. Und dann steht eben im Lehrerlab steht drin, du beteiligst dich mündlich nicht genug. Das schreiben Lehrer gerne. Im Schülerlab steht drin, stimmt zwar, aber am Anfang des Jahres habe ich mich aber gemeldet, du hast mich nie dran genommen, wir tun es uns alle. Jetzt melde ich mich nicht mehr. Und wenn das mit den Eltern gemeinsam besprochen wird, sagen die Eltern, hat man gerade eine Ehekrise. Und das wird schon wieder, und jetzt läuft das alles. Dann hat man aber drei Seiten dieser Medaille. Und dann ist genau dieses hierarchische Lehrer verteilt die Zensuren und geht wie so ein Schlachter durch die Gegend. Das ist weg. Ja, ich würde gerne sozusagen den Kurt noch mit da reinholen. Die Geschichte ist ja die Aussage war, wir müssen das verändern. Also unsere Generation, das können wir nicht den Jungen überlassen oder sich in die Verantwortung nehmen. Und da ist ja die Politik besonders gefragt. Jetzt sind so Ausdrücke gefallen wie, es braucht Zeit für Lernen, es braucht Zeit für Selbstreflexion, Selbstbeobachtung, um überhaupt Ziele zu finden. Und gleichzeitig ist es in der Politik nicht viel einfacher als für die Jugendlichen. Was ist also deine Erfahrung? Naja, ich würde mir dann mit einem Bild beginnen. Ich war Ende Juni nach längerer Zeit wieder mal in einem Konzert der Wiener Symphoniker in Wiener Musikverein. Und was mir so im Nachgang zu diesem Konzert bewusst geworden ist, dass das ein ganz besonderer sozialer Raum ist, der dort gemacht wird. Ja, wo 700 Leute drinnen sitzen, ganz fokussiert, verdichtet, sozusagen sich konzentrieren auf das, was da dargeboten wird, von der Solistin, der Dirigent, mit dem zusammenspielt, von der Solistin alleine spielt, dann ist auch das ganze Orchester drauf konzentriert. Und sonst sind die wirklich auf das konzentriert, was sie machen und orientieren sich aneinander. Und im Nachgang zu diesem Konzert haben wir dann gedacht, okay, das ist ein ganz besonderer sozialer Raum und mit welchen sozialen Räumen bin ich sonst konfrontiert und wie unterscheiden sich die?
Und der fundamentale Unterschied ist mir aufgefallen, wenn ich das vergleichen würde mit Gremialsitzungen in der Politik. Ja. Die sind wahrscheinlich, wenn sozusagen dieses Symphonieorchester, der eine Pode ist, die andere Pode ist davon sozusagen eine Gremialsitzung in der Politik. Die funktioniert so, dass halt da sozusagen es irgendeine Tagesordnung gibt, die Leute sozusagen relativ beliebig rein- und rauskommen, zu welchen Tagesordnungspunkten sie es halt gerade irgendwie für interessant, die sie für interessant halten. Dazwischen wird entweder drinnen oder leise oder draußen laut telefoniert, dann die meisten haben irgendwie einen Laptop aufgeschlagen und sozusagen neben wird irgendwie ein bisschen am Handy herumgetan und hin und wieder sozusagen sagt man dann was oder sagt man nichts und irgendwas passiert. Ja. Also das ist sozusagen, das ist wirklich nicht etwas, was für die Grünen spezifisch ist. Das habe ich sozusagen aus zig anderen Berichten für andere politische Parteien als für die Politik konstruktiv erlebt. Ja. Also so funktioniert irgendwie Kommunikation in der Politik und die Frage ist sozusagen, was ist der Hintergrund dazu und was braucht es, um das unter Umständen auch zu ändern? Und ich möchte vielleicht zwei, drei Punkte ansprechen, was der Hintergrund dazu ist. Ich meine, es gibt kein anderes System, das so stark unter öffentlicher Beobachtung steht, wie das politische System. Und wenn man sozusagen unter öffentlicher Beobachtung steht, wie das politische System, dann sozusagen ist es relativ schwierig, Fehler zuzugeben. Ja? Und Fehler zuzugeben oder irgendwie auch zu erkennen, das und das hätte man falsch gemacht. Weil Lernen heißt sozusagen ja immer zu erkennen, dass das eigene Wissen irgendwo nicht adäquat war und die Erwartungen deswegen enttäuscht worden sind. Im politischen System ist das sozusagen unter Umständen das Todesurteil. Die Medien schauen mit einer derartigen sozusagen Schärfe auf das, dass jemand einen Fehler macht, dass es kaum möglich ist, eigentlich in diesem System Fehler zu machen. Insofern ist das politische System eines, was ganz besonders lernresistentes. Ja, das schottet sich eigentlich sozusagen gegen Lernen ab. Und auf der zweiten Ebene ist es irrsinnig ein manisches System. Ja, im politischen System ist immer Release, es passiert immer irgendwas Neues. Es sozusagen ist jeden Tag irgendwie eine andere Mediengeschichte im Zentrum. Sozusagen, es kommt an die zur Ruhe. Ja, es ist manisch und dieses Manische spiegelt sich sozusagen in den einzelnen Kriminalsitzungen wieder. Insofern hat mir das Bild sehr gut gefallen, Frau Klossiger, das Sie gebraucht haben, ein Kreisel, der sich um sich selber dreht. Ja? Also das ist sozusagen die Wahrnehmung, die man von innen und von außen machen kann. Und dieser Kreisel ist entkoppelt von der Kommunikation sozusagen mit den Bürgerinnen und natürlich auch mit den Jugendlichen. Und die Frage, die sich ja stellen würde, ja, welche Räume und welche sozusagen Kompetenzen braucht dieses System innen und an der Schnittstelle nach außen, um da wieder sozusagen Koppelungen zur Gesellschaft wirklich herzustellen, ja, sich auch Feedback unter Umständen zu holen. Wer angedockt dann sozusagen die Gesellschaft, ist ja die Politik über die Medien, ja, das ist sozusagen der eine Schnittpunkt, und der andere ist über die Umfrage, ja, und über das, was man sozusagen mit der Zielgruppenforschung und so weiter herausbekommt. Ja. Aber das ist sozusagen ein relativ technischer Prozess. Ja. Und die Frage ist sozusagen, welche lebendigen Prozesse, welche sozialen Prozesse braucht es da sozusagen eine Schnittstellengestaltung von Politik und ihren Umfeldern und in der Politik selbst, ja, damit sozusagen dieses System wieder wirkungsmächtiger werden kann. Das kann ich auch so sehen, wie Sie es schildern. Was mich immer wieder wundert, ist, dass die Politik und die Medien ja hier sehr, wie soll man sagen, aufeinander bezogen zusammenspielen. Also nicht sich wirklich als Systeme voneinander differenzieren. Das wäre also eine Aufgabe auch der Politiker, doch, sich nicht so gängeln zu lassen. Und die Medien sind emotional volksbezogen. Ne? Das ist ja nicht gerade unbedingt etwas Gescheites und kommen dort dem entgegen. Aber Mark Twain hat den Spruch geprägt, dass sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengung. Und da hätte ich eine grundsätzliche Frage an das politische System, das ich ja auch mit einigem Interesse beobachte. Wenn man sich, wie vielleicht in den letzten Jahren, so abhängig gemacht hat von der Ökonomie, war früher immer so, aber jetzt ist es so extrem, dass man ja eigentlich gar keine politischen Ziele mehr verfolgen kann. Und wann das der Fall ist, also für politische Ziele braucht man zumindest ein Budget, aber das ist längst bei den Banken deponiert. Was soll man da? Und dann wird man natürlich aktiv und das ist, oder
man betreibt sozusagen ein symbolisches Aktivitätsmanagement. Man hört immer, in Österreich, die bringen nichts weiter, die sind ja so, die Koalition und so, die sind ja alle so, und dann müssen sie tun. Ich sage immer, der Obama hat auch nichts weitergebracht, oder nur sehr wenig, und dort das mehr macht. Nicht? Die Frage ist, was ist mit dem politischen System passiert? Gestern ist ja gesagt worden, was heißt, also von Kogler, was heißt eigentlich, dass die Politik wieder die Richtungsgebung übernehmen, also ich sehe nichts. Und das macht pseudoaktiv. Aber für mich ist die Konsequenz daraus, ich bin ja als Schulleiter verantwortlich für die Qualität meiner Schule. Das heißt, ich muss mich abkoppeln von diesen politischen Prozessen und von diesen Scheinaktivitäten. Ne? Und ein ganz konkretes Beispiel, als die CDU dran war, hat sie beschlossen, dass die Gesamtschulen von 13 auf 12 Schuljahre gekürzt werden. Und ich habe das einfach nicht gemacht. Ich bin bei 13 weitergeblieben. Ich habe das einfach nicht umgesetzt. Und jetzt haben wir eine rot-grüne Regierung. Jetzt haben wir eine rot-grüne Regierung und 3 Jahre, nachdem ich nichts gemacht habe, haben wir die 13 wiedergekriegt. Also ich brauche nichts zu ändern. Und also das ist die Frage, sich, wenn wir das der Verantwortung übernehmen wollen und den Kindern auch dieses als Vorbild auch geben müssen, müssen wir uns von solchen politischen Prozessen abkoppeln. Und natürlich auf der anderen Seite versuchen, sie zu ändern. Also vielleicht noch an Sie die Frage auch, also wenn es darum geht, dass sozusagen wir gerne hätten, dass die Jugendlichen wieder einen weiteren Blick in die Zukunft kriegen, ein Gefühl von Gestaltbarkeit kriegen, um dann auch als nächste Generation die Gestaltungsverantwortung zu übernehmen. Was glauben Sie, brauchen die von uns? Das ist schon wieder, wir gehen schon wieder mit unseren Erwartungen oder unseren Wünschen an die Jugend ran. Wir müssen mal schauen, wie sie jetzt sind. Es ist ja nicht so, dass sie überhaupt keine Perspektive in die Zukunft haben oder dass sie ganz pessimistisch in die Zukunft blicken. Wir in der Jugendforschung beobachten etwas, das sich so etwas spröd betitelt als Optimismus, Pessimismus, Paradoxon. Das heißt, in die gesellschaftliche Zukunft blicken sie ganz pessimistisch. Ja? Das heißt, sie glauben nicht, dass es besser wird. Sie sagen, es ist jetzt schon scheiße und es wird sicher nicht besser für mich und meinesgleichen. Und wenn man sagt, wie blickst du in deine persönliche Zukunft, schaut es ganz anders aus, da sagt die breite Mehrheit, ja, also ich schaue relativ optimistisch in meine persönliche Zukunft. Jetzt muss man fragen, warum ist das so? Sicher spielt damit, dass die persönliche Zukunft als gestaltbar erlebt wird. Das heißt, man gestaltet mit sich und seinesgleichen und konzentriert sich aber natürlich nur auf die Bereiche, die man selber gestalten kann. Und zwar, wenn das so ist, dürfen wir nicht naiv hoffen, dass die Jugendlichen sagen, okay, wir stehen auf und verändern jetzt den Quatsch, den ihr uns vor die Nase gesetzt habt. Ja? Ich glaube, es ist mehr als wünschenswert, dass viele Leute so mutig sind wie Sie, dass sie einfach nicht das machen, was man ihnen sagt, oder dass sie sich in dem System, das vorgegeben wird, Nischen schaffen und einfach frei interpretieren. Ja? Aber da gibt es, wie ich meine, viel zu wenige Erwachsene, die sich das zutrauen oder sich zumuten. Ja, also Erwachsene sind auch sehr bequem, nicht nur Jugendliche, muss man ganz offen sagen. Ja? Ich glaube, jeder und jede Einzelne muss in dem Bereich, in dem er oder sie tätig ist, schauen, was kann man machen. Die Politik kann was machen, ich kann was machen, Sie können was machen, Sie können was machen. Auch Sie können etwas machen. Jeder muss halt im kleinen Bereich denken. Und wenn Sie sagen, ja, wir sind halt so ein Selbstläufersystem und es ist scheiße, aber es ist so. Ja? Wenn es nicht gelingt, auch zu zeigen, dass Politik steuerungspolitische Kompetenz hat. Also da schließe ich an Sie an. Wenn die Politik sagt, wir sind Opfer der Wirtschaft und wir können nichts verändern, ja, dann dürfen wir nicht hoffen, dass sich die Jugendlichen mobilisieren lassen und sagen, so, wir krempeln die Ärmel auf und gestalten politisch die Gesellschaft mit. Ja. Die Jugendlichen, ich sage es jetzt mal ganz frech, die Jugendlichen sehen Sie und Ihresgleichen als Opfer des Systems. Ja. Und selbst wollen Sie nicht als Opfer des Systems agieren, Sie klinken sich aus. Ja, vielleicht um ein bisschen anzuknüpfen, ja, sozusagen, dass man anfangen kann und sich auch gegen gewisse Dinge stellen kann. Ich würde noch mal gerne dich fragen, Wolfgang, gab es Momente, wo du, das bringt ja auch Verantwortung mit sich, ne, wenn man sich sozusagen seine Last nicht vollzieht, und wenn die CDU-Regierung nochmal gewonnen hätte, wäre es ja vielleicht dann irgendwann eng geworden mit dem 13. Schuljahr.
Gab es so Momente, wo diese Verantwortung für dich spürbar war und schon ein bisschen schwummrig geworden ist, da jetzt sozusagen diesen Freiraum zu halten? Ja, in der Wahlnacht, das ging um 350 Stimmen, glaube ich. Dann hätten die anderen gewonnen und ich hatte noch einen Plan B, das war schon klar. Das kann man ja nicht ohne Plan B machen, aber da war es schon ein bisschen schwummerig, klar. Aber ich sage mir immer, es gibt so wenig Schulleiter in Gefängnissen, in deutschen Gefängnissen. Ja, vielleicht so eine als Abschlussrunde noch, was ja aufgetaucht ist, auch mit dem Mark Twain-Zitat, ne, und da hat Rosa ja auch von rasendem Stillstand gesprochen, also diese Idee, dass den Aktivitätslevel immer wieder erhöht, ja, um den Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig genau dadurch auch scheitert, in den Anforderungen gerecht werden. Vielleicht so eine Frage an alle vier, die am Podium sitzen, so an die persönlichen Strategien, diesem rasenden Stillstand, in dem man ja zwangsläufig auch sich bewegt, weil man ist ja Teil dieser Gesellschaft. Was sind so eure persönlichen Strategien, diesem rasenden Stillstand zu entkommen und diese Freiräume sich auch zu organisieren, wo man dann wieder mal ein Ziel vor Augen kriegt, wo man eine Idee hat, was man will? Wie macht ihr das? Wie machen Sie das? Ja, Sie haben es erwähnt, Nischen bauen und institutionalisieren. Also ich habe gegründet, erst die Universität Klagenfurt, das ist schief gegangen, das war ein Reformkonzept, war ein Rektor, hat nichts genutzt. Dann eine Fakultät, jetzt Fakultät für interdisziplinäre Fortbildung, da machen wir interdisziplinäre Forschung und Fortbildung. Da machen wir alles das, was Sie auch gefordert haben, immerhin eine Fakultät der Universität geworden. Also, das heißt, man muss sich tatsächlich diese Dinge organisieren. So wie man das Feedback nicht zufällig machen kann, sondern viermal im Jahr, muss man eine Kollektivbasis herstellen für das, was man will. Allein geht nichts. Und deshalb auch die Vereinsgründung, das ist eine Besinnungsgemeinschaft, da genügt es, dass der Verein existiert. Wenn man gar nicht mit tun, wäre ja auch kontraproduktiv. Ne? Und was ich noch jetzt zur kleinen Bemerkung zur Angst, ich halte das für eine ganz wesentliche Sache, weil die Angst ist genau das, was in Aktivitätsabwehr hineinführt. Ja? Und daher überall schauen, wo man Angst nehmen kann. Das ist was ganz Wichtiges. Das Leben kann ganz schön sein ohne Angst und mit Feedback weiß man, dass selbst Rückmeldungen nicht unbedingt Angst machen müssen, sondern zur eigenen Korrektur führen und sich nicht in Konkurrenz hineinjagen lassen. Das ist ja auch ein Wichtiges. Und jetzt an der Universität ist ja eine Katastrophe, jetzt machen wir Wissensbilanzen, die Ökonomie hat das zugeschlagen, jetzt muss jeder nachweisen, wie viel er wo zitiert wird, wie viele Aufsätze er schreibt und so weiter. Wissensbilanz, Wert, muss man. Bilanz. Und dem muss man sich entziehen, da machen wir dasselbe wie Sie, so wie ignoriert das oder wie Schwindel. Also Blödheiten kann man nur durch Schwindel bewirken. Wenn sie auch bei der herkommt. Ist nicht anders möglich. Also, yes. Wir gründen Zitationsvereine. Zitieren uns alle gegenseitig. Und wenn man, früher hat man Bücher geschrieben, Bücher sind immer aktuell. Ja, das wäre nicht mehr bewertet. Das wären nur mehr bewertet die AAA-Zeitschriften. Ne? Und wenn man jetzt ein Buch schreibt, man kein Buch. Sondern man zerstückelt das Buch in 30 AAA-Zeitschriften, was die Lesetauglichkeit nicht fördert. Wenn man zusammensucht. Aber man gibt dem System in subversiver Form. Und das ist ein Entzug. Ein Beispiel, wo ich mir das auch so bewusst geworden bin. Wir haben eine Dissertation gehabt, wo festgestellt wurde, dass bei Managern auf einer gewissen, also in einer gewissen Lebensphase Arbeitsmengendruck überhaupt nicht mehr gespürt wird, sondern im Gegenteil begrüßt wird. Warum? Weil man nicht die Angst haben muss, entlastet zu werden. Ja? Man ist wichtig. Und das ist eine Katastrophe. Und man ist wichtig. Und deshalb schaufelt man immer mehr Arbeit zu. Ich weiß, was da die Gewerkschaft besonders dagegen demonstriert.
dann gehen die runter, stechen die Uhr und gehen beim Hintereinfahrt wieder rauf, damit das Fenster glüht. Ja? Also das sind Entwicklungen, die man sich auch entwickelt, weil wir uns auch selbst in diese Konkurrenz hineinstecken. Danke. Ja, also ich halte fest, Ihre Strategie sind institutionelle Räume schaffen, Schwindeln, wenn es ein Plätzchen ist, und subversiv sein, danke, das danke, das war das Wichtigste, den ich fast vergessen habe. Ja, was ist deine Strategie? Naja, das unterscheidet sich nicht wesentlich, sozusagen dieses Feedback organisieren, ja, das ist sozusagen der wesentliche Punkt von so gelinder, von den eigenen Zielen in den Vordergrund zu stellen, sind wirklich sozusagen mal zu überlegen, selbst zu überlegen, wohin geht es denn und dann sozusagen das unter Umständen wirklich eigentlich in dieser Lernrekorde noch mit der Welt, ja, dort das sozusagen zu präsentieren und sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die einem sozusagen da helfen, das ein Stück weiter zu denken und Orientierung zu gewinnen. Ich meine, so in meinem Job als Berater habe ich ein bisschen sozusagen den Vorteil, dass ich ja von meinen Kunden doch relativ unmittelbar Feedback kriege, weil ja in denen wirklich ein Abhängigkeitsverhältnis steht. Ja, sozusagen will ich nicht mehr wollen, dann wollen sie mich nicht mehr. Und da ist Feedback sozusagen für mich essentiell, um zu wissen, wie ich sozusagen dort wirksam gewesen bin. Und der zweite Strategie der beruflicherseits ist auch, ich nehme sozusagen bei jedem Beratungsauftrag eigentlich sehr ausführlich Zeit im Nachhinein, das für mich nachzureflektieren, was denn da passiert ist, und aufzuschreiben und dann nur mit drüber zu gehen und für mich herauszufinden, was habe ich denn dabei gelernt. Ja. Und da hat man dann in aller Regel sozusagen, nachdem man das gemacht hat, ein völlig anderes Bild genommen von dieser Beratungssituation, wie man auf dem Auftrag. Ja. Dankeschön. Wolfgang. Ich glaube, die Strategie ist entstanden, als ich 11 Jahre alt war und mein Lateinlehrer durch die Klasse ging und an dem Tag nicht mit dem Schlüsselbund warf, sondern jedem einzelnen Schüler, 11-Jährigen, sagte, du wirst Abitur machen, du wirst Abitur machen, du wirst kein Abitur machen, du bleibst sitzen. Und es stimmte. Es saß so tief in uns drin, diese Aussage, dass wir uns das gemerkt haben. Und er konnte genau abschätzen, welcher Schüler passt sich an das Schulsystem an und welcher nicht. Und die Prognose war richtig. Da beschloss ich, Lehrer zu werden. Und ich habe dann viel versucht, an Schule zu verändern, Schulleiter gescheitert. Und da beschloss ich, Schulleiter zu werden. Und als Schulleiter in Göttingen war ich immer so ein bisschen Outdog, weil irgendwie machten wir alles anders als die anderen. Und das war auch blöd. Da beschloss ich, den Schulpreis zu kriegen. Und dann haben wir den Schulpreis gekriegt. Und jetzt haben wir eine Position, wo wir relativ gut dastehen. Und das, was aber als Ergebnis oder als Ermutigung rauskommt, letzte kleine Geschichte, eine Schülerin in meinem Geschichtskurs war nicht gut drauf. Ich kannte sie nicht, weil ich von einem Gymnasium gekommen war. Legte auf ihren Kopf, so auf die Arme und schlief oder wir waren irgendwie nicht so richtig. Und ich habe mich in der ersten Stunde noch nicht getraut, sie zu fragen, was ist denn mit dir? Hätte ich nächste Stunde gemacht. Und dann hat sie mir eine Mail geschrieben. Hallo Wolfgang, ich war heute Morgen nicht ganz da, weil ich beim Frühstück umgekippt bin. Also habe ich vergessen, dich zu fragen, ob ich Unabhängigkeitsbewegung in Indien 1946 an mein Referat halten kann. Daraufhin habe ich ihr zurückgeschrieben, sag mal, wenn dir so schlecht war, warum sagst du es denn nicht und gehst nach Hause oder legst dich irgendwo hin, dass du dich erholst oder so. Vielen Dank für Ihre Antwort, vielen Dank für dein Verständnis, das bin ich einfach noch nicht gewohnt. Und wenn man solche Rückmeldungen kriegt, nicht nur diese eine, sondern eben alltäglich Rückmeldungen von Kindern kriegt, die sagen, wir fühlen uns hier wohl, wir lernen hier was und wir kommen gerne in die Schule, dann reicht das. Also 14 Tage Ferien in Frankreich ohne Mail und ohne Telefon und ohne Fernsehen, das rettet dann über den Rest des Jahres. Okay. Dankeschön. Und als letztes an Sie die Frage, was Ihre Strategien sind, in dem rasenden Stillstand sozusagen Orientierung zu halten. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen eine schwierige Geschichte. Also ich glaube, dass ich in meiner Arbeitssituation irgendwie noch die Balance halten kann, hat damit zu tun, dass ich eine Persönlichkeit bin, die, so wie Sie es angeregt haben, diesen Hang zur subversiven Brechung einfach sehr tief verankert hat. Sonst würde sich manches nicht machen lassen. Wie Sie vielleicht wissen, wir sind eine Forschungseinrichtung. Wir sind mittlerweile die einzige Jugendforschungseinrichtung in Österreich und wir tragen uns zu 100% selbst. Also das heißt,
wir sind nicht basisgefördert, wir müssen sämtliche Kohle für den Betrieb, für die Mitarbeiter aufstellen über Forschungsprojekte und Fortbildungsprojekte. Das heißt, wenn ich mich zu sehr zurücklehne, dann fliegen auch die Leute wieder raus. Ich habe eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die bei mir beschäftigt sind. Und damit muss ich irgendwie umgehen. Ja? Den Vorteil, den ich habe, ich habe für mich entschieden, dass die Universitätshierarchien wahrscheinlich nicht das Ideal für mich sind, da bin ich zu sehr Quergeist. Also ich bin nicht unbedingt der Mensch, der tagelang in Gremien sitzen kann und diskutieren kann. Also ich bin, glaube ich, eher output-orientiert, ich möchte inhaltlich arbeiten, ich möchte sehen, dass sich was bewegt. Da bin ich zu unruhig oder zu unstet und wahrscheinlich dann irgendwann auch zu unhöflich. Und deswegen habe ich den anderen Weg gewählt. Und ich sage mal, ich habe mich entscheiden können. Also ich konnte mich entscheiden. Und jetzt muss ich halt mit meinem Team einen Weg finden. Ja? Wenn ich schreiben muss zum Beispiel, wenn ich denken muss, es ist unheimlich lästig, dass ich für irgendwelche Anfragen von potenziellen Auftraggebern ständig da sein muss. Da helfen mir dann meine Kollegen und Kolleginnen weiter, indem sie mir in der Zeit, wo ich wirklich intensiv denken muss, ein bisschen Freiraum schaffen. Ja? Und da bin ich also frech, dass ich mal ein Out-of-Office einrichte, wo ich eben muss. Ja, also das nehme ich mal raus. Es geht ja niemandem was an, wo ich arbeite. Ich mache meine Arbeit. Ja? Und ja, so ist es. Mit den Studierenden ist das so eine Geschichte. Da versuche ich lustig zu sein. Ich bin immer für sie da. Aber sie kriegen keine E-Mail-Antwort. Also das, was ich feststelle, man steht irgendwie an bei der Seminararbeit, schreibt sofort ein flottes Mail. Bitte, habe gerade große Schwierigkeiten. Können Sie mir weiterhelfen? Möchte weiterarbeiten? Und ich sage, ja, nur persönliche Termine. Ist ja auch meine Zeit. Dann nehme ich mir dann eine Stunde Zeit, die klarerweise nicht bezahlt ist, aber die nehme ich mir keine Zeit und ich treffe mich mit den Leuten und wir sprechen darüber. Weil sonst schreibe ich irgendwas ins Mail rein, die kommen, sie probieren eins zu eins in ihr Seminararbeit, sie haben nichts verstanden oder ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben. Also da versuche ich, das System zu unterlaufen. Und ja, manchmal ist es zwar sehr an der Grenze, wo man sagt, ja, es ist super dicht und es könnte anders sein, aber es ist so, wie es ist. Und wenn es nicht mehr passt, muss ich mir anders entscheiden. Ja, vielen Dank ans Podium für diese interessante Stunde Diskussion. Wir werden jetzt noch die Zeit nutzen, die letzte halbe Stunde bis zur Mittagspause, um die Lernwelten vorzustellen. Die Lernwelten soll so etwas Dringendes. Ja, danke. Wolfgang. Bitte? Und zwar wie er mit Noten umgeht. Okay. Wolfgang, kurze Antwort. Kurze Antwort und. Ganz kurz, eben bis zur Mitte der 8. Klasse gibt es diese Lernentwicklungsberichte und keine Noten. Da kommt keine Note drin vor, auch nicht als Wort, befriedigend oder so. Und dann, wenn wir Noten geben müssen, geben wir sie auf zwei Ebenen. Einmal die Gymnasialnote 2 zum Beispiel. Und den Anbieter, der auf Grundanforderungsniveau gut gearbeitet hat, dann kriegt er seine 2 mit einem Sternchen. Und unten drunter steht, Fritz hat in Mathematik überwiegend im Bereich der Grundanforderungen gearbeitet. Noten müssen wir leider geben. Ich hätte die Noten am liebsten völlig raus aus der Schule. Ich will nicht darüber entscheiden, ob jemand Zahnarzt wird oder nicht. Das kann ich gar nicht. Und ich habe mich schon dabei ertappt, nachts in die Schule schleichen zu wollen, um das Abiturzeugnis zu fälschen. Weil ich wusste, mit dem Zeugnis kriegt die nie ein Medizinstudium und das wäre so eine tolle Ärztin geworden. Aber